Hallo Schönheiten. Peace. Ich war in der Drogerie, wollte ich eigentlich sagen. Und ich habe 4 Sachen gekauft. Ich versuche in letzter Zeit irgendwie nicht so viel Beauty-Shoppen zu gehen. Und bisher war ich halbwegs erfolgreich damit. Und ich habe jetzt 2 Sachen letztens gekauft. Und die anderen beiden sind schon eine Weile her. Und ich hatte euch die noch nicht gezeigt. Deshalb dachte ich mir, mache ich so einen Mini-Haul. Fangen wir mal an mit dem, was ich wahrscheinlich am spannendsten finde. Und zwar ist das ein Color-Tattoo, 24 Stunden Superpower. Ich weiß nicht, warum da immer 24 Stunden draufstehen muss und bei Deo 78 Stunden oder 72 sind es. Auf jeden Fall ist es ein Creme-Lidschatten von Maybelline in der Farbe Pink Gold. Man kriegt mich ja mit Roségold immer. Wobei ich nicht sagen würde, dass das so ein super klassisches Roségold ist, aber der Name hat mich sofort eingefangen. Ich hatte mal so einen in der Farbe Taupe. Ich habe ihn immer noch. Ich weiß nicht, warum ich in der Vergangenheitsform von ihm rede. Wahrscheinlich, weil ich ihn so schlecht fand, dass er für mich gar nicht mehr existiert. Ich fand ihn beim Auftrag sehr, sehr fleckig und ungleichmäßig und einfach nicht so schön. Aber der hier ist besser und der gefällt mir ganz gut. Er ließ sich gut auftragen, gut verteilen und ich glaube, mit so ein bisschen Eyeliner und kräftiger Wimperntusche könnte das sehr, sehr schön aussehen. Das nächste ist ein Sally Hansen Nagellack und auf einmal aus dem Himmel fiel ein Sally Hansen Aufsteller in die Drogerie. Ich dachte, Sally Hansen gibt es nur bei Müller, aber scheinbar nicht. Und das hier ist der Nagellack Peach of Cake 421 aus dem Frühlingslook, glaube ich. Es gibt nämlich auch einen, der ist so gelb. Und das hier ist der pfirsichfarbene, Pastellpfirsichfarben. Sieht er zumindest in der Flasche aus. Ich hoffe, man sieht es bei dem Licht, als ich euch das gefilmt habe, aber aufgetragen ist er dunkler als in der Flasche und damit für mich ehrlich gesagt farblich nicht brauchbar. Ich habe genug Koralltöne und er sieht aus wie so ein super langweiliges Korall und wirklich pastellig finde ich den nicht. Also die Farbe weicht doch schon ein bisschen arg ab von dem, was man so auf der Flasche sieht. Vielleicht bin ich auch einfach nur komisch. Für einen pastellfarbenen Lack ließ er sich eigentlich ganz okay lackieren. Ich habe am Ende doch 3 Schichten gebraucht, die gingen. Ich fand das Bürstchen jetzt nicht so grandios, also für den Preis, ich glaube über 8 Euro habe ich bezahlt, mit ein bisschen Zähneknirschen. Also Essie hat einen besseren Pinsel, aber für einen pastellfarbenen Lack hat er sich eigentlich ganz gut geschlagen und er ist auch gut durchgetrocknet. Ich habe auch den Insta-Dry von Sally Hansen genommen und deshalb reißt es das so ein bisschen wieder raus. Also eigentlich nicht schlecht, aber farblich nicht mein Fall. B2 Lippenstift damals gekauft. Das sind jetzt die Produkte, die schon seit längerem hier liegen. Und das ist ein Sheer Glam Lipstick in der Farbe Grease 030. Das sah aus wie so ein sehr, sehr schönes Alltagsrosa und ist eigentlich auch eine schöne Farbe. Was mir daran nicht gefällt, also erstmal die Pigmentierung ist eigentlich ganz gut. Was mir daran nicht so gut gefällt, ist der Tragekomfort. Weil es ist zwar ein Sheer Glam Lipstick, aber die Konsistenz ist so schwer und ich hatte wirklich das Gefühl, ich schmiere den so von der einen Ecke der Lippe in die andere und hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Also vielleicht bin ich auch verwöhnt, weil ich die Revlon Colorverse Lip Butter auch habe und die Dior Addicts, die sind auch viel, viel leichter und ich finde einfach irgendwie, das muss nicht sein. Das ist jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau, weil er eigentlich nicht schlecht ist, aber solange ich irgendwie Lippenstifte habe, die auch eine schöne Farbe haben und die ich sonst irgendwie tragen kann, dann werde ich glaube ich nicht zu dem hier greifen. Ich hoffe, die Color Whisper von Maybelline, ich glaube so heißen sie, kommen bald nach Deutschland. Das sind diese, die so den Revlon Colorverse Lip Butter ähnlich sind und die gibt es in den USA und ich hoffe, die kommen bald. Und da, glaube ich, wird es ein paar mehr Fans von geben, als von diesen hier. Ich wollte ihn aber unbedingt ausprobieren, denn ihr kennt mich. Lippenstift neu, Konsistenz unbekannt, ich muss es haben. Next. Essence Multi-Action Mascara. Reni, warum kaufst du dir die wieder? Du hattest die mal. Und ich fand sie damals gar nicht so schlecht, weil ich das Gefühl hatte, die macht so relativ natürliche Wimpern. Und wenn man so morgens keine Lust hat auf so Wimpernzangen-Action und 3000 Stunden im Bad, dann kann man die eigentlich mal ganz gut auftragen. Und es gibt ja Menschen, die super, super mega Fans davon sind. Bin ich nicht, um ehrlich zu sein. Und das jetzige Ausprobieren hat mir gezeigt, dass ich sie eigentlich sogar ganz schön schlecht finde, weil sie meine Wimpern wirklich schwer macht und den Schwung überhaupt nicht hält und sie kluppen auch so leicht zusammen und ich finde sie gar nicht gut. Also das war der totale Fehlkauf. Ich weiß gar nicht, ob sich irgendwie mein Geschmack so geändert hat oder vielleicht sind auch meine Wimpern anders geworden. Mutanten Wimpern. Hallo? Seid ihr noch dieselben?
Ich fand sie diesmal nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Und ich verstehe auch den Hype nicht so richtig. Vielleicht, wenn man ganz normale Wimpern hat und nicht so super störrische Eselswimpern wie ich, dann ist es ganz cool, aber für mich nicht so. Und das war's. Wow, das war kurz. Normalerweise komme ich eigentlich mit mehr aus der Drogerie? Ich habe schon so lange kein Drogerievideo mehr gedreht. Das kommt mir irgendwie so wenig vor, aber ich habe schon gut Geld dagelassen. Also das hat, glaube ich, 7 € gekostet und der hier hat 9 € gekostet. Also holla, die Waldfee. Aber na gut, ich meine, ich will mich nicht beschweren. Ich kaufe ja auch noch teurere Kosmetik. Ich warte auf die Color Whisper und so sitze ich hier und warte. Bis zum nächsten Video. Tschüss.